Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rusty Rusty Rust. Jo Leute, ich habe mich dazu entschlossen, ich lasse es erstmal drin. Ich gucke erstmal, vielleicht kriegen wir es ja gebacken. Ich wollte das so für im Ofen hauen. So, damit da schon mal wieder was zugange ist. Das packe ich jetzt erstmal hier rein. Das nehmen wir mit raus. Licht brauchen wir jetzt auch nicht. So, ich nehme mal ruhig hier. Opel-Waffen mit raus, man weiß nie. Ah, gib mal ruhig ein bisschen Steine. An Stein liegt es jetzt eh nicht hier gerade. Wenn ich mir das so angucke, es liegt ja eher an Metall und Haiku. Also ich muss auf jeden Fall große Öfen arbeiten. Ich muss auf jeden Fall die Wand leeren. Die Holzwand. Oder ich muss eine Ofenbase bauen. Da komme ich nicht drum herum, Leute. Gut. Essen, trinken und dann Attacke. Hier los. Ich muss mich auch mal um Trinken kümmern. Hier war ja auch ein Fluss, dass ich auf jeden Fall Wasser hier habe. Ach komm, ich lasse mich hoch. Scheiß drauf. Ja, hier weiß ich echt noch nicht. Also wenn, ziehe ich hier eine Decke rein. Wenn, ziehe ich hier auf jeden Fall eine Decke rein. Sonst müsste ich den Rahmen halt raussprengen hier. Ist halt alles immer so semi. So, hier waren auf jeden Fall gerade Schüsse. Gut, Plan ist auf jeden Fall nochmal einen Ring drum zu ziehen, ja. Gerade an der Seite hier, wo die beiden Foundations sind. Ja, hier ging es auf jeden Fall auch noch zum Strand hin, das ist super. Wo es halt nicht mehr ging, war hier irgendwo. Ich glaube, er war es hier, die Sau. Das ist der einzige, der nicht geht. So, ich muss jetzt nur mal gucken. Ist gerade ein bisschen schwerer ersichtlich. Weil normalerweise... Ja, hier geht gar nichts, Alter. Das ist richtig erbärmlich. Eieieiei, ich kann es auch nicht einsehen. Ich muss mal eben hochgehen. Hier die eine halbe Wand müsste ich auch noch aufwerten. Ne? Do it! Muss auch noch hier. Der ist Viereck. Das denn so gerade aus da? Okay. Und Viereck? Nicht, ne? Ei, 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 ei.
Alto Betty. Komm, wir machen das von oben. Ich will halt einmal gucken, dass ich den richtigen Ring habe. Alter, geh doch jetzt rein hier. Mein Gott, ey. So. Okay, hier weiß ich nicht. Das sieht schon jetzt schon so komisch aus. So, okay, da hier haben wir auch jetzt so ein langes Stück. Das wird auf jeden Fall so. Das ist klar. So wie hier. So, und hier könnte ich entweder mit Dreiecken arbeiten komplett. Oder mit zwei Vierecken und den Rest Dreiecken. So, zwei Vierecke, zwei Dreiecke oder... Oder so. Ich glaube, ich mach's so. Bisschen teurer, aber. Bisschen sicherer. Gut, ich werde jetzt mal eben hinzimmern aus Holzen. Mal gucken, ob ich es hinkriege überhaupt. Vierecke, ne? Ne, passt schon. Da, 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 da. Hat ein bisschen komisch aus, oder? 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 2 Viereck. Do it! Do it again! Ja, und jetzt kommen wir gleich in Schwulitäten hier. Doch jetzt? Ach komm, jetzt sag mir nicht, du willst hier nicht. Aber gut, wenn ich es dazu kriege, ist es wurscht. Ja, so stark. Gut, der will halt einfach nicht. Frag mich nicht, warum. Aber ist wurscht, ich krieg's zu. So stark. Das kostet aber richtig Steine. Ich weiß nicht, wie viel Stein mir dann kommt pro Tag. Und Eingang. Ich glaube, einen würde ich hier machen. Würde ich schon mal eben aufwerten. Wird aber auch nur zweistöckig, dieser Ring. Aber den werde ich nicht komplett ziehen, das kann ich. Aber wenn ich da überall jetzt noch Wände reinsetze, sind wir halt echt, damit es echt teuer auch gegen Raketenwerfer.
ich gehe mal eben nach oben. Ich werde die Decken auch schon mal auf. Problem ist, kriege ich das. Ach, doch hier, ne? Oh, nice. Nice, nice, nice. Ja, also das ist, wie gesagt, eigentlich schon wieder zu viel für meine Zeit, die ich habe. Aber Community Server, das geht. Wie gesagt, vielleicht mache ich den dritten Stock hier jetzt, der jetzt hier schon ist. Also ich mache keinen vierten mehr drauf. Das geht mir zu teuer. Ja. Aber ich werde hier den definitiv noch zumachen. Wenn jetzt echt auf den Bummel gehen, willst du wahrscheinlich. Was soll man sonst da landen? Da ist nichts. Okay. Also nur nicht auf den Bummel gehen. Allein auch hier, ne? Aber ich wollte das wenigstens noch zumachen hier, weil jeder sehen. Ne? Wie eine Schwachstelle ist. So. Wie gesagt, ich werde hier den Eingang machen. Mache ich hier an dem dreieckigen Eingang. Machen wir hier irgendwie so eine Aussichtsplattform. Einmal hier rausgucken, einmal da. Könnt hier einfach eine Holztür machen, nur um, damit die Leute nicht reingucken können. Wie gesagt, das wird eh alles aufgewertet dann hier, ne? Da sind doch die halben Wände hier.
Zack. Ei. So. Also wird es dann auch von den Türen her teuer genug, wenn sie überhaupt hier rein wollen. Durch die Türen. Wovon ich nicht ausgehe, aber das ist dann auf jeden Fall schon mal safe. Eine Tür, ein Schloss. Obwohl, ich mache da mal so eine... Deswegen diese eine Seite ist dann schon mal safe. Ihr seht, ich habe jetzt eh keinen Stein mehr. Stellt mich aber nicht auf. Bin jetzt schon auf 9K. Und er ist noch nicht mal fertig. Ich denke locker. Locker. Ich denke auf 20K komme. Wenn ich den Ring außenrum fertig mache. Also hier komplett Wände überall reinziehe. Gedroppt. Da kommt auch kein Schloss dran und da geht es mir echt nur darum, dass die Leute nicht reingucken können, wenn ich nicht da bin. Was? Ja, das ist Judy. Gut aus. Ja, mega. Das wird richtig teuer, ey. Gut, das ist die eine Seite, die eine Tür. Hier ist die andere. Auch hier werde ich hier so eine Aussicht machen. So, auch hier werde ich hier zumachen. Und... auch schon aufgewertet, ne? Das sieht mir alles so teuer mit den Garagentoren. Okay, hier könnte man sogar noch irgendwie eine Shotgun-Trap hinstellen. Kann ich dann hier noch mal auch noch einen Boden rein, ne? Oh, dann wird es ja schon mal richtig pervers. Weil dann kommt da auch keiner durch. Könnte ich aufmachen, könnte ein bisschen rauslucken. Aber sie hat Perfekto. So, würde ich es machen.
könnte es hier sogar noch so machen, ne? Hier wär's. Könnte ich hier den Eingang machen. Da einen Eingang. Und dann könnte ich mir vielleicht hier ein Sichtfenster machen. Und dann könnte ich hier nämlich einfach zumachen. Ja, da können sie dann natürlich reingucken hier komplett. Ja, dann sehen sie halt hier 1, 2, 3 Türen. Aber so. Das wäre ja dann nichts Wildes. Würde ich halt, ob ich hier vielleicht auch dann echt eine Tür mache. Und das dann noch rausnehme, weiß ich, dann könnte ich halt hier auf die Tür gucken. Problem ist, das kostet halt alles. Aber hier siehst du halt nicht viel, ne? Hier siehst du echt nur geradeaus. Hier willst du natürlich weiter gucken können. Rechts, links. Hier jetzt. Wenn ich den dann auch noch machen würde. Dann hätten wir natürlich die Aussicht. Blick aufs Meer. Hier würde ich dann zumachen. Da auch zu. Hier könnte man sogar noch mit. Mit Traps was machen. Gerade mit Shotgun-Traps. Kann man natürlich dann aber sieht durch die Fenster, von daher. Ja, ich brauche jede Menge Metal, wie ihr seht. Kann natürlich sein, dass mir das jetzt auch noch weggeschossen wird. Weiß nicht, aufwerten kann. Aber ich kann auf jeden Fall die Foundations mal aufwerten. Ja, ansonsten seht ihr, hier müssen überall Wände rein. Das wird nochmal richtig kosten. Und dann ist natürlich der Plan, den dritten Stock. Ich meine, hier sieht es sogar aus wie nur ein zweiter Stock. Aber den dritten Stock hier mit Fenstern, ach, das ist ja sein, das ist der Dingens, der da steht. Der macht mich kirre, ey. Dritter Stock mit Fenster dann noch, ne? Ach, leck mich. Oder ich mache ihn ganz zu. Dass man halt gar nicht rein kann. Dann könnte ich nämlich hier, oder so. Ja, weiß ich auch noch nicht, Leute, ey. Erstmal werde ich jetzt halt hier unten dicht machen. Werde ich euch auch nicht zeigen, das mache ich so nebenbei mal. Nur damit ihr da schon mal Bescheid wisst. Also ich werde hier auch, überall die Zwischenwände reinsetzen. So, dass es, wenn sie echt mit dem Raketenwerfer kommen, dass es echt nicht easy peasy wird, sondern gut teuer ist. Ja, das sind Scientists wahrscheinlich vom. Ist das knallt nochmal jetzt. Das werden wohl Scientists vom Airdrop sein. Hier könnte ich natürlich, oder hätte ich hier auch noch. Ich meine, könnte ich auch noch machen. Na gut, geht wahrscheinlich nicht, weil ich da jetzt so ein Ding ins gesetzt habe.
Hier hätte ich natürlich auch wie drüben hier auch nochmal ein Viereck machen können. Aber alles gut. Wir wollen es nicht übertreiben. Es ist schon wieder eskaliert. Keine Frage. Ja, ich werde das hier machen mit den Dingens. Einfach damit ich hier ein bisschen Ausblick habe aufs Meer. Warum nicht? Ich kann noch mal ein bisschen was fürs Auge machen. Und dann hätte ich halt hier 1, 2, 3 Blechtüren. Ja. Da auch noch mal eine Blechtür dann hin, was billiger ist. Wie Garagentore. Und dann ist hier nämlich auch... Ja, das ärgert mich hier. Das ist so ein toter Raum halt, echt. Aber hier können wir auf jeden Fall, können wir es dicht machen. Also ich werde den Aufgang mittig lassen, das passt schon. Können wir auf jeden Fall dicht machen. So. Wie gesagt, hier könnte man eine Trap, eine Shotgun-Trap noch hinmachen. Ja gut, hier habe ich dann nochmal Lagerraum. Da mache ich ein paar Kisten rein, wenn ich halt nicht ganz durchrennen will. Obwohl das jetzt hier auch schon nervig ist mit 5 Türen. Bis ich was in der Kiste packen kann. Aber ich kann natürlich mir hier eine Kiste hinstellen. Ich kann hier eine Kiste hinstellen. Das passt alles. Ja, ich bin, wie gesagt, mit dem Base-Design super zufrieden. Der Raum hier unten wird jetzt auch immer safer. Oder ist jetzt sogar nochmal richtig safer geworden. Weil da auch dieser Türkomplex ist. Deswegen habe ich da jetzt auch ein bisschen mehr gebaut. Vielleicht mache ich die eine Blechtür dann auch nochmal weg und mache da auch ein Garagentor als Sicherheit hin. Weil dann wird es echt auch richtig teuer, dass sie hier an die Wand kommen. Ne? Und an dieser Wand. Dann hätte ich nämlich hier einen safen Lootraum und hätte oben 2 safe Looträume. Ja, gucken wir uns mal die Kosten an. Es hält sich noch in Grenzen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt 64 Haiku habe. Ich habe eigentlich nichts eingebaut mit Haiku. Hätte 50 oder nicht? Willst du mir jetzt sagen, dass hier so eine Dingens neuerdings halt Haiku kostet? Kann es auch nicht mehr rausnehmen, glaube ich, ne? Nee. Was, Alter? Also Markus, die kosten kein Haiku eigentlich. Ich weiß nicht, was ich gerade übersehe. Gut, wie gesagt, diese Wände hier, Haiku-Wände, muss ich zerfallen lassen. Das werde ich, werde das nicht gebacken kriegen. Diese beiden werde ich lassen. Oder beziehungsweise wieder aufwerten, aber hier die 1, 2, 3 müssen weg. Obwohl 3 sind dann aber auch wieder nur 18 oder sowas. Ja, ich weiß nicht, 64, wie ich jetzt auf 64 komme. Puh, ja, ich muss mal gucken. Also wie gesagt, wenn ich fertig bin, denke ich, werden wir 16, 17k Stein sein. Je nachdem, wie ich es oben mache. Eventuell sogar auf 20k Stein, aber Stein ist echt kein Problem, das juckt gar nicht. Also ich könnte sogar noch einen vierten Stock auch nur auf Stein draufballern. Wie gesagt, Stein ist gar kein Problem. Hier werde ich wahrscheinlich auf 4k kommen. Zumindest wenn ich alle Garagentore reinsetze. Und vorne nochmal die beiden Dinger. Obwohl ich da gucken muss. Gucken wir jetzt auch nochmal eben. Das interessiert mich. Wenn die echt Haiku kosten, dann falle ich vom Glauben ab, Alter. 250 Metapher, die kann ja keine Haiku kosten, wenn man die einsetzt, ey. Wie gesagt, vielleicht hier dann doch ein Garagentor anstatt einer Blechtür, muss ich mal gucken. Aber hier habe ich auch noch überall Türen. Also. Da sollte nichts schief gehen. Ich werde den mal eben auf. So.
64, ne. Also entweder habe ich es vorhin verkehrt gesehen, aber ich dachte, wir wären bei 50 gewesen. Was hatte ich denn noch aufgewertet? Die Böden hier, ja. Aber sonst... Naja, wie gesagt, ich muss mal gucken, wie ich es hinkriege. Ich meine, wenn ich mal natürlich Glück habe mit Kistenlooten und so, da kriegst du ja auch schon mal ein bisschen Haiku-Zeug. Und ansonsten, ja, aber ich brauche halt für Waffen herstellen und so, dann auch wieder über Haiku und... Oh, okay. Wir werden es sehen. Wie gesagt, zur Not zerfallen die Haiku-Wände halt alle. Ist auch wurscht, dann ersetze ich sie alle, auch die hier, was soll's. Und lasse dann nur die Decke. Wird man sehen, ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß auch nicht, wie viel Zeit ich haben werde zum Zocken. Aber das ist so mein Base-Design. Ja, hier kann ich es auch schon gar nicht mehr ändern. Hier habe ich schon überall Dinger reingesetzt, die ich hält. Ich hätte jetzt hier halt auch sagen können, ich mache hier noch einen halben Boden rein. Und hätte dann halt hier ein Dingens reinsetzen können. Aber das geht jetzt nicht mehr. Hier könnte ich aber noch ein sogar so machen, ne? Ah, ne, geht auch nicht. Scheiße. Ich hätte die Wand halb machen sollen. Ich jetzt hier noch einen hätte reinsetzen können. Hätte ich die Leute halt auch nochmal fracken können, wenn sie doch hier reingegangen wären, wären dann hier runtergegangen. Hätte ich hier nämlich noch Geschütze reinstellen können in das Dreieck hier. Alter. Das ist natürlich auch Metall. Wäre es kein Metall, hätte ich gesagt, ich pick die nochmal raus, aber ihr seht, ich müsste auch erst noch durch die Wand durch. Also, ach, komm, ganz komplett knicken. Überall jetzt schon die Dinger für Garagentore reingesetzt. Naja, gut. Müssen wir hier halt mit dem Regal arbeiten. Was ich wahrscheinlich noch nicht gelernt habe. Vielleicht habe ich einzelne Kisten, muss ich da mal gucken. Ja, wie gesagt, Baustein werde ich umstellen. Entweder packe ich ihn hier hin oder ich packe ihn nach oben. Werde ich mal ausprobieren. Ich werde mir ein paar Brandpfeile machen, damit kann man den Baustein ja ruckzuck wegmachen. Und ja, ich werde Haiku schon mal rausnehmen. Ich werde es mir nicht leisten können. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ich werde die Wände jetzt zerfallen lassen, werde die Decken zwischen reparieren und werde die Wände dann hier nur auf Metall aufwerten. Je nachdem, wie dann die Kosten sind, wenn ich Garagentore drin habe. Ja. Sonst könnte man die auch nochmal auf Metall aufwerten. Aber wenn ich jetzt außenrum da überall Stein reinziehe, sind es halt drei Steinwände schon mal. Und dann wären sie hier über Garagentore drin. Und dann hätten sie hier die Wände. Dann wäre natürlich Haiku schon nice. Kann mich nicht entscheiden, ey. Ich lasse erstmal drin. Was soll's. Ich guck mal, was so geht. An Haiku. Und dann schauen wir mal. Obwohl, das wird halt einfach zu teuer. Scheiß drauf. Weil wenn uns jemand raidet, ja, dann ist es halt so, ne? Entweder wird es ein Online-Raid, dann haben wir eh Spaß, können wir uns verteidigen. Dann reicht das locker, wenn die aus Metall sind. Und wenn es ein Offline-Raid wird, das geht dann eh nur mit 50%. Das wird dann trotzdem teuer genug, so dass die Leute genug investieren müssen. Das passt schon. Gut, das soll es gewesen sein. So viel zum Bauen. Wie gesagt, ich werde das alles fertig bauen. Außenrum. Den dritten Stock werde ich auch zubauen dann schon mal. Weiß ich noch nicht, ob ich da eine Aufnahme mache. Ich meine, wir können nochmal hochgehen eben. Wie gesagt, hier kommt es darauf an, ob ich eine Dachluke finde und ob das so geht. Aber wenn ich es natürlich hier eh zumache. Ja, hier, gut, hier habe ich schon die Türrahmen drinne. Scheiß drauf, könnte ich einfach zubauen, ja. Das wäre nicht das Problem. Aber, ja, habe ich noch Holzen mit? Natürlich nicht. Es ist halt für Fenster noch ein bisschen niedrig, finde ich. Könnte das echt nochmal komplett zubauen hier. Die müssen auch gar nicht überall die Querwände mit rein, ja. Hier in dem inneren Kern würde ich es machen, ja. Aber hier in dem äußeren müsste das nicht sein.
Das ist in Ordnung, wenn das hier im zweiten und ersten Stock ist. Das reicht vollkommen. Weil hier oben kommt eh kein Loot rein. Das ist echt nur... echt nur Show, um auf die Hose zu machen. Wenn, dann gehen die Leute eh unten in die ersten ein, zwei Stockwerke und nicht in den dritten Stock, in das dritte Stockwerk. Von daher, man könnte natürlich, was ich vielleicht machen könnte, wäre außen. Mache ich, glaube ich, auch. Ich könnte die ganzen Außenwände nur mit halben Wänden machen. Weil Raketenwerfer geht auf 4. Dann werden die Leute sich wundern und das wird nochmal teurer. Und Stein ist ja, wie gesagt, echt wurscht. Ich glaube, ich werde das hier komplett zumachen. Und werde ja, das so lassen. Hier dann nochmal so irgendwie so einen Weg machen mit Garagentoren. Die Türrahmen kann ich ja lassen, ist ja scheißegal. Und ich werde hier auch den Aufgang lassen. Frage ist halt, ob ich dann hier bauen kann, wenn das Ding hier steht. Das muss ich ausprobieren. Aber dann würde ich hier jetzt so einen kleinen Ring machen, wo ich Fenster reinmache. Vielleicht auch nochmal 2 hoch. Dann könnte man das auch gleichzeitig als Heli-Tower nutzen. Wo das halt so semi ist. Aber dann bräuchte ich nicht extra noch einen Heli-Tower bauen. Für die 1, 2, 3 Mal, wo ich einen Heli dann versuche. Klar könnte der Heli dann die Base hier gut fraggen. Muss ich mal schauen, wie ich das angehe. Wie gesagt, hier werde ich auf jeden Fall zumachen erstmal. Hier mache ich noch keine Fenster. Das ist mir nicht hoch genug. Gerade im Hinblick auf die Seite. Hier hinten wird es gehen. Aber ich werde hier, werde ich überall die Wände reinziehen. Hier überall Stein. Und hier werde ich es hohl lassen. Hier werde ich nur Außenwände hier machen. Das ist völlig in Ordnung. Und wie gesagt, weil Stein ist echt, Stein ist wurscht, ne? Ich werde dann hier, das werde ich auch nochmal wegmachen. Und werde echt hier nur mit halben Wänden arbeiten. Weil wie gesagt, ein Raketenwerfer geht auf 4 Wände. Und dann werden die Leute sich echt wundern, dass sie halt dann nur 2 Wände weg haben. Anstatt ein Riesenloch mit 4. Das werde ich auch dann vielleicht eventuell noch hier in dem Stockwerk machen. Muss ich mal gucken, wie die Steinkosten sind. Aber wie gesagt, wenn ich 20.000 Stein habe oder so, ist das juckt mich nicht. Das kriege ich ruckzuck gefarmt. Ihr habt es ja gesehen hier. Das ist in Ordnung. Jo, das ist, was ich machen werde. Das mache ich ohne Aufnahme. Ja. Weil das mache ich so nebenbei und das ist ja jetzt auch nicht wirklich dann so mega interessant. Ihr wisst, was ich mache, wenn es dann soweit ist. Ich weiß noch nicht, was morgen. Morgen ist Dienstag. Ob ich morgen streame, das entscheidet ihr ja. Ich weiß nicht, wie die Abstimmung da läuft. Und wenn ja, ja, dann seht ihr halt schon ein bisschen von der Base. Und wenn nicht, werde ich es euch dann auf jeden Fall nochmal zeigen, wenn es fertig ist. Gut, in diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, das andere in die Kommentare. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, haut rein, bis dann. Ciao.